Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch hier zusammen mit dem Joe, dem Lebendig, dem Willi, dem Cristiano und dem Fasus. Hallo. 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 Ja, und zusammen spielen wir oder fahren wir heute die erste Runde Online-Modus hier im Lotus-Simulator. Wir hatten ja die Eröffnungsfahrt vor 2 Tagen. Jetzt gibt es offiziell jetzt das Let's Play dazu in schönerer Qualität, in besserer Qualität, knackscharf, 60 FPS, hier alles, was so sein muss. Und wir sind heute auf der Karte Koblenz unterwegs, die Gott sei Dank mit released wurde. Sonst hätten wir heute ein bisschen traurig im Kreis fahren müssen mit der Karte Diorama. Die andere Karte hat sich ja verabschiedet. Das weiß nur der Entwickler, was er da getan hat. Und von daher sind wir jetzt auf der Linie 11 unterwegs, richtig? Genau. Und genau, fahren denn die 12 denn, weil wir haben hier einen schönen Spawnpunkt. Danke, Lebendig. So. Oh. Elektrik ist an. So. Ja, okay, das funktioniert schon mal alles. Das ist ja wunderbar. So, also 011. Ist das die Route 1? Die 1 oder 2? 1 oder 2. Muss die Route 2 sein, nein, ne? Nein, ja. So, okay. Ja, passt. Ja, ist ja so. So, wir werden jetzt schon mal ein bisschen drehen. Fahren jetzt mal direkt hinter den Willi und lassen dann mal die Fahrgäste einsteigen. Ja, es gibt wohl 2 Linien hier auf der Karte Koblenz. Einmal die Linie 11, einmal die 12. Dabei ist die 11 bloß ein Zubringer. Und die Linie 12 ist eigentlich die Hauptstrecke. Und aktuell ist die Karte, kann man sagen, eigentlich noch im Aufbau. Sie ist noch nicht fertig. Deswegen haben wir hier relativ viele Stellen. Die sind halt nicht bebaut. Kriegen wir aber irgendwie hin, dass wir das jetzt erstmal so ein bisschen überspielen jetzt, dass das Ganze jetzt so ist. München wäre natürlich geil gewesen, das hätte wahrscheinlich richtig gefetzt, wenn das Ganze da funktioniert hätte, weil da hast du ja diesen Fahrplan ja schon. Denke mal, das wäre ganz cool geworden, aber so besser als nix jetzt erstmal. So, jetzt könnte der Willi ein bisschen vorfahren, damit ich meine Fahrgäste hier reinlassen könnte. Ich hab gerade einen Rollstuhlfahrer. Achso, du hast gerade einen Rollstuhlfahrer. Da musst du aber eh noch 10 Minuten warten, ne? Wir haben ja 10 Minuten Takt. Weißt du Bescheid, da? Ne? Ein 10 Minuten Takt, genau. Die erste Fahrt wird schon mal lustig, ne? Die erste Folge, erstmal 10 Minuten warten. Also, ich sehe sogar, wenn Willi die Türen zumacht, ja? Die Beleuchtung. Wenn es dann blinkt, denn. Der Türleuchtwarnton, Licht. Wie man das nennt. Ja? Türwarnton anzeigen. Aber was ich nicht sehe, fällt mir gerade auf. Und zwar sehe ich bei Willi nicht. Es gibt da diese Innenanzeige, ne? Die sehe ich zum Beispiel nicht. Dass da irgendwas bei Willi drin steht. Aber es wäre wahrscheinlich auch zu viel denn von der Performance her. Ja, übrigens, das ist hier der Citybus, das Citybus Repaint, welches auch mit zum Release dazu kam. Weiß jemand, wer den gebastelt hat? Jufa. Jufa war das, okay. Die Karte ist auch von Jufa, ne? Die hatte damals der Roland Schieß mich tot gemacht gehabt und Jufa hat die jetzt mit Erlaubnis von Janine weitergebaut. Ah, okay. Und halt Multiplayer, die ich hier mache. Ja, die seht, ne, es gibt keine Probleme. Also die Performance, die ist genauso wie vorher. Das finde ich schon ziemlich cool. Das haben sie schon echt gut hinbekommen. Dass sich an der Performance rein gar nichts wirklich groß verändert.
Weil viele kamen ja dann an, so, ja, denn wenn der Online-Modus dann kommt, dann gibt es Performance-Probleme oder sowas. Also mir ist seit während des letzten Livestreams, was wir ja gemacht hatten, also ich hatte bis jetzt keine Performance-Probleme. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr da irgendwie was feststellen können? Manchmal ist das ein bisschen zurückgesetzt, dass man halt sich irgendwie falsch sieht. Also ich bin schon viel weiter, aber lebendig sieht mich meinetwegen noch ein paar Meter dahinter. Also das ist mir aufgefallen. Also bei mir ist die Grafik richtig in den Keller gestiegen. Ja? Ja. Auf Minimum. Also ich spiele weiterhin auf auf höchste Qualität. Also nicht auf Spiel, tu es nicht, sondern nur auf höchste. Und ich muss sagen, also ich habe tu es nicht und habe mindestens 30. Sag mal, sieht eigentlich in den Stream online? Wir streamen ja nicht. Wir nehmen auf. Das ist eine Aufnahme. Also Willi. Ihr macht da Gruppenkuscheln, du und Bio, ne? Ja, ja. Ist gerade die Phase verpasst. Stau. So ist das, ja, wenn man einen schlafenden Kollegen vor sich hat. Aus, ja. Auch heute auch. Stand hinter mir im Bus. Ich war irgendwie total abgelenkt. Ja, und erstmal voll die Grünphase, erstmal komplett ignoriert. Der war sauer gewesen. Ja, passiert halt, passiert. Fehler ist menschlich, sagt man auch immer. Ja. Wissen viele gar nicht, aber Bio ist auch nur ein Mensch. Ich bin auch nur ein Mensch, ich bin keine Maschine. Viele wünschen sich das wahrscheinlich, so Frau vielleicht oder sowas. Er trägt ganz gut, weißt du? Cristiano, du stehst noch ein bisschen mit dem Heck auf der Kreuzung. Ach, bin ich wirklich so lang geworden? Ja. Ich wollte es bloß gesagt haben, weil du noch nach vorne ein Stückchen Platz hast. Ja, okay. Fürs nächste Mal weißt. Nach Phase, wie lange willst du denn da noch stehen bleiben? Ja, geht doch weiter. Ich habe jetzt meine T-Phase bekommen. Bis er endlich mal gefilmt wird. Naja, ja. Man könnte schon sagen. Trainspotter! Ja, da filme ich aber, ne? So. So, ich bin jetzt am Hauptbahnhof. Nee, so, jetzt haben wir auch gepflegt hier alle ein GT6 oder so. Schön, nee, Phasus, Christiano, schön. Cristiano hat ein KT. Ah, okay. Ein bisschen Abwechslung. Naja. Jetzt fehlt mir noch so die Ansage. Linie 12 Richtung Hofgarten Nord. Das kannst du ja selber machen. Die Fissdatei kannst du ja selber immer erstellen, ne? Was ja, zu tun. Ich brauche noch Ansagen von dir demnächst für die alte Weltbahn, die FIS-Datei. Die alte Weltbahn? Ja, das ist diese Karte, die du irgendwann mal erstellt hast, ja, wo ja. Du im Urwald spielen soll. Ich erinnere mich duster dran. Ich kenne das auch nicht mehr, aber nein. Ja, da gibt's hier einen Punkt, da bleibt er bei mir auch kurz hängen.
Rumsch. Ja, der Jan-Weber-Straße hier. Die Ampeln funktionieren hier? Also nein, die funktionieren teilweise noch nicht. Funktionieren sie teilweise nicht. Ja, das ist jetzt die Frage, wie lange warte ich jetzt? Also die Fußgänger haben rot, ich hab rot, also funktioniert sie nicht. Warte. Nee, die funktioniert nicht, aber die nächste an der Kurve da funktioniert. Oder links die Kurve ist halt schneller einfach. Warte mal, seid ihr jetzt alle dahin? Ja. Ja. Gut, dass ich mit euch da hinten nichts zu tun habe. Ja, also falls ihr euch jetzt wundern solltet, das habe ich jetzt schon in der offiziellen ersten Folge gesagt gehabt, inoffiziellen ersten Folge. Es gibt jetzt zwei Playlisten. Es gibt jetzt einmal die Normal-Playlist von Lotus, die jetzt auch schon mittlerweile Folge 90 erreicht hat oder sowas. Und jetzt gibt es die neue, wo halt wirklich nur die ganzen Online-Videos reinkommen. Also ich will das Ganze jetzt nicht wie bei dem Omsi damals mischen, dass dann Omsi und Online und Singleplayer gemischt waren. Sondern es gibt jetzt wirklich dann zwei Playlisten, da könnt ihr euch dann dementsprechend halt aussuchen, ob ihr das gucken möchtet oder nicht. So, Anfrage für den eingleisigen Bereich, Betriebshof bis Hofgarten. Basis fährt den eingleisigen Bereich zwischen Betriebshof und Hofgarten. Welche Linie ist denn das jetzt hier eigentlich schon? Linie 12 ist das dann. Also, wenn du da wendest. Wenn ich dann wende erst, ne? Ja. Ja, vorher bist du noch die 11. Genau. Da kommt der Cristiano mit dem KT. Super. Ja. Super. Hinter mir, wa? Der Einzige, der sich getraut hat, auch mal ein langes Schiff zu nehmen. Ja, bin vielleicht ein bisschen länger als ihr. Nur ein kleines bisschen. So, und Phasus hat den eingleisigen Bereich Betriebshof bis Hofgarten dort verlassen. So, da hinten steht noch der Joe rum. Fährt der überhaupt mit? Ja. Ja. Wenn beides rot ist, ignoriere ich die Ampel. Man muss aber sagen, so kleinere Sachen sind zum Beispiel noch ein bisschen fail, muss ich sagen. Also es ist mir jetzt gerade aufgefallen, ich höre das Umrattern von eurer Display, von eurer Matrix. Ist das wirklich so laut? Nee, ne? Kann man in der Realität auch teilweise hören. Ja, echt, ja? Ja, also zumindest bei unseren Bahnen, die hier in Magdeburg fahren. Wie das jetzt bei dem GT6N speziell ist, kann ich nicht sagen, aber in Magdeburg hört man das auch. Aber ich meine, es ist ja cool, dass es jetzt schon die Fahrsounds da drin sind. Ich erinnere mich nur an eine Zeit, da konnte man die Fahrsounds von den anderen Spielern nicht hören. Habe ich mal richtig starke Performance-Einbrüche, aber sonst geht es.
jemand hat Rückkupplung an. Oder zumindest hört man... Route 1, Willi, ne? Route 1 musst du nehmen. Ja, Route 1 ist Richtung Hofgarten ja, ja. Und Route 2 ist Richtung Hofgarten. Oh, hau ich gar nicht. Gut. Bleibt das jetzt hier eingleisig? Nee, ne? Nein, das müsste eigentlich... Wo stehst du denn? Ich stehe in der Wendeschleife hinter Willi, so. Aber hier hätte ich Willi überholen können, sehe ich gerade. Ja, hetze. So, Faso fragt an, ist der Eingleisebereich... Nee, ist er nicht frei. Geht das hier auch schon, oder wie? Ja, der kommt auch noch. Da müssen wir gegenseitig anfragen, ob frei ist oder nicht. Gut. Fasus befährt den eingleisigen Bereich zwischen Hofgarten Nord und dem Betriebshof. Eingleisiger Bereich belegt. Aber schon cool, ja. Naja. Ich freue mich dann, wenn auch die Community-Karten alle für den Multiplayer gehen. Oh ja. Also wenn dann... Naja, dann muss man gucken, welche Karten gehen, ne? Ja, naja, gut. Ich habe da noch so eine Karte im Petto, die dann eventuell hoffentlich mal geht, wenn ich sie irgendwann fertig habe. Da wollte ich gerade fragen, die ist ja bestimmt noch nicht so weit fertig, oder? Nein, ist noch nicht fertig. Ich find's schade, dass Straßenbahn Forsthausen einfach nicht dafür funktioniert. Oh, das wäre ja schön gewesen. Heute was gelesen, im Forum, dass offensive Karten in Freischalte. So, ja? Eingleisiger Bereich ist wieder freigegeben. Ja. Okay. Man muss ja sagen, ne? Also hier sehe ich jetzt auch keine DEM-Sachen, so, ne? Von wegen Hügel oder irgendwie sowas. Es gibt kein DEM. Dann kann man bestimmt jede Karte. Das ist wahrscheinlich, muss noch mal ein bisschen was umarbeiten oder sowas, was denn der Entwickler denn machen muss. Der Entwickler muss jede einzelne Kachel irgendwo eintragen in so ein Serversystem. Oh, Straßenbahn Forsthausen, das wäre ja himmlisch. Oder die alte Waldbahn. Die alte Waldbahn ist zu klein. Nein, ist sie nicht. Meine Idee ist ideal. Ja, die wäre natürlich erst recht ideal, ja. Alte Waldbahn ist nicht zu klein, die hat sogar die WM, also ungefähr... Das ist richtig, das hat sie. Könnte man das theoretisch, so wie ich das verstanden habe, auch umwandeln, wenn man es so möchte. Kann man sie noch nachträglich in die Multiplayer mit einbinden? Ich glaube nicht. Die alte Waldbahn. Nein. Also, das ist halt so die Frage. Ich glaube, das geht schon irgendwie, aber ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Ja, die müsstest du wahrscheinlich dann hochladen in Lotus, dass da Marcel ja was macht. Ja, müsste dann Lotus Administrator, müsste das dann machen. Also, so wie ich das verstanden habe, was ich schon irgendwie spielen habe, ja, ist es möglich. Wäre ja schade, wenn solche Karten nicht multiplayerfähig wären. Weil ich habe den Spaß mal probiert. Ich habe ja dann angefangen, mal eine neue Karte umzumachen. Multiplayer tauglich und es kommt keine Melle über DM oder irgendwas. Man kann ja vielleicht sagen, vielleicht sind sie ja runtergegangen mit den. Mit den Anforderungen, weißt du, dass sie gesagt haben, okay, dann vielleicht doch nicht mit DEM oder sowas. Das wäre natürlich eine coole Sache. Naja, aber ob das dann für bereits erstellte Karten auch so einfach wieder umzuändern geht, das ist die Frage. Das wäre halt so die Frage, die ich mir stellen würde, ob das dann funktionieren würde. Weil klar, wenn neue Karten erstellt sind, wird es gehen, aber alte Karten kriegst du wahrscheinlich mit sehr viel Arbeit um.
Da ist der Phase schon wieder. Déjà-vu. Ja, genau an der gleichen Stecke. Stecke. Genau an der gleichen Stelle wieder. Dann kann ich mir ruhig Zeit lassen. Ja, ich bin jetzt ein Boxer. Also. Ich bin kurz vorm eingleisigen Bereich. Ja, dann haben wir jetzt wirklich einen 10-Minuten-Takt auf der Relation. Weil ich natürlich eigentlich müsste aufholen müsste, damit ich hinter Bio aufschließe. Oder Bio ein bisschen mehr Zeit lassen würde, dass der Abstand zwischen Bio und mir nicht so groß ist und der Abstand zwischen Bio und Willi nicht so klein ist. Wenn man jetzt wirklich nach dem Takt fahren möchte. Ja, aber das kannst du eher im Livestream machen, aber nicht in so einer Let's Play-Folge. Wie lang soll die Let's Play-Folge werden? Eine Stunde? Okay, der eingleisige Bereich ist jetzt belegt. Danke, Julius. Na, wenn nicht, dann kannst du einfach wieder rejoinen. Genau. Das ist ja zum Glück, wenn du einmal erstellt hast. Dass du... Ja. Ich hab dann wenigstens mal einen kleinen Eindruck. Oh, ich stehe viel zu weit hinten. Die hintere Tür ist hier gesperrt. Da kommt keiner raus. Die müssen über die Länder klettern. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund nicht ausreichender Bahnsteiglänge ist die letzte Tür zurzeit gesperrt. Bitte benutzen Sie die anderen Türen. Vielen Dank. Ja, mit der R22B kannst du das machen, die Ansage. Ja. Nee, die gibt's glaube ich so nicht, dass die eine Tür gesperrt ist. Nee, aber da kannst du halt abspielen lassen, dass du nicht ordnungsgemäß geparkt hast. Genau, die Haltestelle konnte nicht ordnungsgemäß angefahren werden. Bitte achten. Aber was ich ja cool finde, ist bei München dieser Ton ganz am Ende. Da kommt dieser ganz kurze Ton und dann Endstation mit der alle Ausstellung. Ja. Der Ton, der hört sich irgendwie interessant an. Ich find's halt cool, dass genau dieser gleiche Ton ja auch in OMSI vorhanden ist. Ja, das sind die offiziellen Ansagen, ja, ja, die es auch in München so gibt. Das ist natürlich cool. Aber find ich cool gemacht, ja. Also es. Ja. Ah, das sind schon tolle Simulationen. Kannst du mir sagen, was du willst? Also es gibt nichts Besseres als OMSI und Lotus. Gibt's nicht. Die habe ich da auch bei mir drin. Nee, also bei mir ist es so OMSI, Lotus und der Train Simulator. Der Train Simulator, der ist auch noch, ne? Aber Susi, also bei mir ist Susi und der Train Simulator irgendwie so auf der gleichen Wellenlänge. Weil der Train Simulator hat seine Vor- und Nachteile und der Susi hat seine Vor- und Nachteile. Aber wenn ich strande irgendwo auf einer einsamen Insel, dann wäre auf jeden Fall Lotus und OMSI total wichtig. Gut, die bereitet sich schon mal darauf vor, dass du auf einer einsamen Insel seid, strandet. So, die eingleisige Spur ist belegt. Ich hätte sie vergessen, hier frei zu sein. Jetzt kann ich mir Scheiße. So, ich stehe jetzt am Hauptbahnhof. So, und dann nähern wir uns auch schon wieder dem Ende. Das ist, wie gesagt, also Koblenz. In der nächsten Folge schauen wir uns mal die Nachtvariante davon an. Nachts mal Straßenbahn fahren. Das könnte auch interessant. Was? Willst du nicht noch einmal zurückfahren? Nee, zurückfahren nicht noch. Nee, nee. Nee, das kommt in die nächste Folge, also. Das kommt genau in die nächste Folge. Naja, müssen wir halt gucken, ne, wo wir wieder spawnen. Nee, du kannst doch einfach so bleiben. Nee, du kannst jetzt nicht die Uhrzeit einstellen. Doch, der Admin muss das können.
Wer ist denn jetzt? Hat man lebendig jetzt oder Willi? Nee, lebendig. Kann die Zeit nicht einstellen. So, genau. Also, wie gesagt, das ist die Map Koblenz. Ja, was gibt's zu sagen? Im Multiplayer macht's schon mega Laune. Wenn du denn auch noch Leute hast, die sich an Verkehrsregeln halten und sowas, dann sowieso. Na, war doch sehr diszipliniert. Heute. Das war jetzt so sehr diszipliniert, ja. Das kennt man gar nicht von uns Truppe. Nein, war alles in Ordnung. Also man muss schon sagen, das ist schon... Oh, Entschuldigung. Da tut mir leid. Jetzt... Weil alles zunichte geredet, was ich gesagt habe. Oh, Bio. Das war das Hack von Willi. Ey, ihr Backpfeifen. Aber, naja, ist. Naja, also, ist schon so weit, dass schon Scheibe knutscht Scheibe, so. Cool. So, ja. Ziemlich cool. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht, dann hier mit einer weiteren Runde Online-Modus hier in Lotus. Freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst, ja, sehen wir uns dann hoffentlich zum nächsten Part dann wieder. Damit verabschieden wir uns zu sagen, danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.